Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play Dead Division. Und bevor wir jetzt heute wieder einmal eine Mission zusammenspielen, will ich euch kurz noch was zeigen. Und zwar ist es wichtig für die Story vom Last Man Battalion. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Das war's. Genau. Soldaten des Last Man Battalion, hier spricht euer Befehlshaber Lieutenant Colonel Charles Bliss. Ich weiß, nicht wenige von uns waren wütend, als man beschloss, uns zurückzulassen. Viele sprachen sogar von einem Todesurteil. Aber ich sah mich in dieser Stadt um und erkannte eine Gelegenheit. Ich sah, wie sie war. Und ich sah, wie sie wieder werden kann, wenn jemand den Mut hätte, dafür zu kämpfen. Wenn es Männer gäbe, die bereit wären, auf die Straße zu gehen und sie dem Gesindel und dem Abschaum wieder zu entreißen. Zu machen, was unsere feige Regierung und ihre vor Angst zitternden schwachen Soldaten sich nicht wirklich getrauen. Nämlich kurzen Prozess zu machen mit Lügnern, Mördern und Dieben, die den Frieden letztlich verhindern. Wir blicken nicht zurück, wir lassen uns nicht beirren, wir werden was Nötiges tun, um allen jenen, die zu uns stehen, eine bessere Zukunft zu sichern. Und jene, die gegen uns sind, möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Bliss out. Haben Sie das jetzt? Weil bei Gott, ich mache das nicht nochmal. So, also wir haben gesehen und wir wissen ja mittlerweile, dass die Division sozusagen die erste Welle sich abtrünnig gezeigt hat und der Bliss ist deren Anführer. Und ja, wir müssen da jetzt immer weiter und hier gibt es wieder mal zwei neue Einsätze. Einmal hier die Grand Central Station und einmal das russische Konsulat. Und ich würde sagen, wir machen ganz klar die Grand Central Station. Ich mache aber hier einen kleinen Cut, denn ich werde hier wieder mir eine Gruppe suchen. Das dauert aber ein bisschen. Ich lasse die mal kurz labern. Wir haben jede Menge Leute innen und außen. Sagen Sie Benitez, dass wir nicht reinkommen. Zumindest nicht auf diesem Weg. So, und ihr seht, die automatischen Geschütze des Last Man Battalion deaktivieren und der Joint Task Force dabei helfen, den Vorposten an der Grand Central Station zu sichern. Das ist eine ziemlich fette Aufgabe, dementsprechend gibt es da auch nette Boni und viel XP. Also, ich suche eine Gruppe und sobald ich eine habe, legen wir gleich weiter, weil, wie gesagt, ich glaube, die Aufnahmezeit ist hier sehr wichtig und ich kann mir vorstellen, es dauert zu lang. Also, wir legen dann gleich dort los. So, wir haben eine Gruppe und die sind schon direkt hier unten. Los! Also wir haben nichts verpasst, aber jetzt geht's gleich direkt los und rund. Schön direkt bei der Action, so wie es gefällt, so wie es Spaß macht. Und jetzt, ich spiele hier mit Geschütz, wie man sieht. Ich bin schon sehr gespannt. Grand Central ist natürlich ein unglaubliches Phänomen. Ja, muss man mal eine Granate mal hier klar machen. Was ist da was los, du? Halten Sie die Stellung, Sergeant. Ja, ich wollte gerade, aber ich lege hier mal. Ah. So, aber ihr seht, hier das mit dem Schadenbonus und so geht gut, außer der andere rennt so vor. Aber den beleben wir natürlich wieder. Und dann steht er wieder im Saft. Und auch, oh, der ist auch der nächste gefallen. Sehr gut. Die Jungs haben übrigens, einer davon hat gefragt, ob wir das nicht auf hart machen wollen. Ich glaube, die Frage hat sich damit erledigt für den. Weil ich glaube, das wird noch richtig happig. Da ist doch eigentlich... Achso, die ist unten wohl.
Ich bin hier mit meinem 26er Level einer der noch im gut Saft stehenden. Hier ist auch noch ein 27er dabei. So. Wir haben keine Zeit mehr. Schalten Sie sofort diese Geschütze aus. Legen die einfach mein Geschütz weg. So, wir heilen die Jungs mal so ein bisschen. Immer wichtig. Außerdem bleibt hier unser Magazin auch schön bestehen. So, nachladen. Na, renn doch nicht weg, mein Freund. Renn nicht weg. Ah, Gott, einen Schuss noch und ich hätte ihn so schön ins Gesicht schießen können. Okay, schlechtes Aim. Da liegt noch was Grünes, wird alles eingesammelt. Inventar ist auch noch schön im Soll. Aber das ist eine sehr anspruchsvolle Mission. Das fühlt sich auch schon so an. Die Gegnermassen sind schon sehr ordentlich. Aber gut, das ist auch einer der Vorposten. Nice, ey. Und da ist irgendwie zu erwarten, dass da die Gegenwehr ordentlich ist. Also Optik ist der Hammer. Haben wir schön gemacht. Gute Teamarbeit. Der schaut da mal noch ins Eck, ob es da was gibt. Und scheinbar gab es da was. Aber nur eine Kleinigkeit. Weil wie gesagt, nach wie vor, es ist einfach noch ein MMO. Das heißt, man kann natürlich auch noch hier Sachen entdecken. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Das war ein schöner Crit. Und die decken wir doch mal mit Granaten da ein, die Jungs und Mädels. So, ich nehme mal Explosivgeschosse. Und ihr seht, was da passiert mit dem. Die zecken schon ordentlich. Aber wie viele die aushalten, ist schon erstaunlich. Ja. Zugriff auf Abwehrsystem. So, ich will mich eigentlich mit V noch nicht heilen. Ich würde gerne meine Fähigkeit abwarten. Geschafft, die Geschütze sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. Und jetzt seht ihr, da heile ich mich. Empfange Funkmeldung. Spread Central unter schwerem Beschuss. Die Geschütze sind ausgeschaltet. Wir sind komm, in der komm, Unterzahl. Komm. Heil. Halten Sie durch, Soldat. Okay. Die Verstärkung ist unterwegs. Muss langen.
und wir haben gehört, unsere Jungs brauchen da Hilfe, brauchen Support. Und wer ist da geeigneter, wenn nicht wir mit unserer Bommelmütze? Dann weiß ich es aber auch nicht. So, da ist Loot. Wie gesagt, natürlich, Loot ist wichtig. Und jetzt geht's hier raus. Ach, geil. So, Geschütz lenkt da ab. Komm schon raus. Oder du. Hier gibt's Fertigkeiten, Erholung, Ressourcen. Soll ja auch hier nicht langweilig werden. Komm schon raus. Komm raus. Dann schieße ich dich halt so ab. Weg damit. Oh, da ist ein lila Loot. Hier wird aber sofort eingesammelt, egal wie viele Gegner da sind. Die will ich auch sofort anlegen, sofern denn die gut ist. Oh, deutlich weniger Lebenspunkte. Ja, die schaue ich mir nachher an. Die schaut mir noch zu spooky aus. Ah, falscher Knopf. Nicht Hirn. Den beleben wir mal auf jeden Fall wieder, den jungen Kerl. Komm raus, komm raus. Die sind da gut festgesetzt. Mal weg. Und jetzt muss der eine da oben noch geheilt werden. Also wir sehen, da ist jetzt auf jeden Fall auch die Zugehörigkeit wirklich wichtig. Weil hier jetzt alleine irgendwie geht immer doof aus. Deswegen auch die Deckung suchen. Deckung bleiben. Der ist irgendwie betäubt oder keine Ahnung, was mit dem los ist. Naja, egal was mit dem los ist, es war was mit dem los. Den gibt's nicht mehr. So, festgesetzt durch mein Geschütz. Komm schon raus, komm schon raus. Die Jungs sterben wie die Fliegen hier hinter mir. Aber da sieht man mal, was Hitpoints wirklich ausrichten können. Das war zwar eine EMP, aber hat gereicht, dass sie wegrennen.
So, die Jungs. Wir kommen hier wieder ordentlich auf die Mütze. Und jetzt arbeiten wir mal wieder mit dem Sniper-Gewehr, so wie es gehört. Einmal in den Arsch geschossen. Da hat er sich schön die Granate selber vor die Füße geworfen. Komm, Junge, wir haben nicht so viel Zeit, dass du hier entspannt runtergehst. An alle, Verstärkung des LMD sind zu Ihnen unterwegs. Beziehen Sie Abwehrstellung und graben Sie sich ein. Also die Jungs, die bekommen langsam Muffensausen vor uns. Ist natürlich auch nachvollziehbar. Achtung! Feinde im Anmarsch! Deckung suchen und eingraben! Nur einnehmen, was wir auch halten können! Verstanden! Einheit Alpha über die Rampe! Wir brauchen sie dort auf der Plattform! Bewegung! Also das Team spielt jetzt mittlerweile sehr gut zusammen. Und jetzt gehen die auch mal langsam down. Da unten, da steht schon mal ein schwererer Junge. Oh. Das war noch nichts. Nimm mal die. Konnte ich jetzt kaschieren, dass ich eigentlich gar keine Granate werfen wollte? Ich glaube ja. Und wenn du da so liegst, dann komme ich ja locker drauf, du. Und jetzt noch der Captain Foley da hinten. Aber da hagelt's die Crits. Das ist schön, dass der da so passiv da hinten ist in seiner Ecke. Weg ist er. Rückzug! Wiederhole! Rückzug! Die sind zu gut verschanzt! LMB-Truppen in der Grand. Hat er recht? Wir sind da super verschanzt. Grand Central, Meldung. Sir, Sie rücken ab. Wir haben gewonnen. Ha, mal sehen, wie Bliss das verkraftet. Gute Arbeit, Leute. Ich bin verdammt stolz auf euch. So, Einsatz abgeschlossen. Sehr nice. Und jetzt mit Roy in der Basis. Stufe 27, ja, für die XP... Da wundert es mich auch nicht. Die waren wirklich beachtenswert. Vielleicht liegt hier auf doof noch irgendwas rum. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Nee, wir werden praktisch jetzt mal in unsere Operationsbasis reisen. Reden da mit Roy. Und werden dann auch noch die Gruppe verlassen. Aber das lief wirklich toll. Diese
Missionen, muss man sagen, die sind sehr spaßig, die sind sehr gut gemacht. So, Gruppe verlassen. Oh. Wo werde ich jetzt abgesetzt? Hätte ich vielleicht reinlaufen sollen? Naja. Wir haben gerade ein Handyvideo entdeckt, das zeigt, wie diese LMB-Bastarde vorgehen. Ist ja schön, aber gut zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also dann schauen wir uns doch das Video noch an. Die sind in der Regel nicht so wirklich gut fürs Gemüt. Ich schneide deine verdammte... Sid, bitte nicht schießen. Ich möchte mich euch anschließen, ehrlich. Ich habe Infos. Bring ihn zum Captain. Wir werden sehen. Alles klar. Los, aufstehen. Ihr bereut es nicht, ich schwöre. Hey, du da! Los, gib das her! Oh ja. Die sind sehr sympathisch. Also, meine neue Lieblinge werden sie definitiv nicht. Aber dafür kann ich jetzt hier meine Basis wieder etwas ausbauen. Das machen wir auch jeden Fall noch. Dann schauen wir noch unser Equip zusammen an. Aber den Sicherheitsflügel, da gibt es nämlich einen großen Ausbau. Nämlich so ein Tausender. Und die habe ich jetzt über. Und zwar hier die Kaserne. Die Flügelausbauten habe ich. Das heißt, ich kann die... Die Upgrades funktionieren gut. Danke für Ihre Hilfe. Neue Fertigkeit, neuer Vorteil. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Kaserne an. Keine Ahnung, wo sie ist. Da drüben. Das ist großartig, Agent. Diese Kaserne hilft uns, unsere Leute für schnelle Eingriffe in der Nähe zu haben. Ja, nice. So, und jetzt will man auch noch mit Roy sprechen. Der ist oben, wenn ich mich nicht täusche. Das war doch der hier drin sitzt. Mit Roy Benitez. Die Frage ist nur, wo ist der Roy? Letztes Mal war er noch da oben. Ist hier ein Roy? Hallo? Ich suche einen Roy. Ne, da ist Roy nicht. Also wenn ich ein Roy wäre, ich wäre oben gewesen, sage ich euch mal. Ansonsten versteckt er sich jetzt einfach vor uns. Der ist natürlich auch eine linke Nummer. Wahrscheinlich habt ihr ihn sogar schon irgendwo erspäht und ich bin an ihm vorbei. Ah, warte mal, da drüben. Da ist das nicht dieses Zeichen für, da ist jemand zum Ansprechen? Ja. Ach, der ist ja, nee, ich habe einen anderen im Kopf gehabt, nicht ihn. Wen haben wir denn da? Hey, hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Staat, hm? Man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Da ist doch Hoffnung. Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich habe zu tun. Das gilt auch für Sie. Also los. Ja. Das ist eine motivierende Ansprache. Sie sind richtig gut, Mann. Das war noch ein schöner Nachsatz. So, also den haben wir auch getroffen. Und jetzt schauen wir nochmal unser Equip so an. Wie gesagt, hier gibt es eine bessere AUG als die, die wir haben. Wir entfernen mal hier die Mods, aber das sehen wir dann gleich. Waffe zerlegen. Und jetzt sehen wir deutlicher Unterschied. Also dann nehmen wir natürlich die Maschinenpistole zu Maschinenpistole, damit kann man leben. Und jetzt wird hier gemoddet. Das heißt, hier kommt ein neuer
Eine verbesserte Visierung drauf. Die Magazingröße wird deutlich erweitert. Und man sieht, das macht schon viel aus in der SPS. Und dann hier, da gibt es was für die Stabilität. Und die Mündung. Und steigern damit den Schaden auf 25.000. Das ist wirklich ordentlich. Handfeuerwaffe. Da tragen wir die. Da gibt es jetzt hier die. Die ist auch deutlich besser. Das heißt, wir... Die wollte ich doch. So. Die wird zerlegt. Die wird angelegt und wird dann auch noch gemoddet. Da kann man sogar das Magazin. Ist ja auch lustig. Der Nachladetempo ist doch für eine Handfeuerwaffe immer schön. Krass. Ja, da habe ich nichts. Und für die Mündung, ja. Das kann man doch lassen. So, noch was. Die Maske selber. Muss ich selber schauen, so. Macht zwar deutlich mehr, also ein bisschen mehr Schaden. Natürlich muss man auch die Attribute, aber Lumpen sammeln, das ist dann für den Loot, finde ich jetzt noch nicht so wichtig. Also deswegen bleibe ich erstmal noch hier, weil mir sind die Hitpoints, sind 5000, das ist mir dann doch deutlich lieber. Eben hier das gleiche Spiel. Den Holster, den kann ich auf jeden Fall nehmen. Der verbessert mich nochmal deutlich. Und hier die Handschuhe. Und da sehen wir auch, obwohl höher, hat hier, wie gesagt, man muss natürlich die Attribute, aber allgemein muss ich sagen, naja, wobei, vielleicht durch die Attribute, ja, die könnte ich vielleicht, doch, die lege ich an. Die lege ich an, habe mich entschieden. Damit sind wir fertig mit der Runde. Schönen Loot gesehen, coole Action gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.